Mein Name ist Guy Landolt. Ich bin jetzt 59, aber kann es nicht akzeptieren. Ich meine immer, es sei 40 und ich bin Komiker oder Ex-Komiker. Irgendwie habe ich dran gehabt, ein neues Comedy-Programm zu schreiben und habe das dann aufgeführt an meiner Premiere, der Markthalle. Hat extrem Spaß gemacht. Ich fahre extrem gerne Velo. Das habe ich wieder müssen lernen und geht relativ gut. Und manchmal mache ich einfach so kurzfristig, denke, jetzt gehe ich los, packe mein Zeug und gehe auf Tour. Fühle mich irgendwie frei. Etwa 3 Jahre nach meinem Schlagfall habe ich gemeint, ich müsse ein neues Comedy-Programm schreiben. Während ich so ein Programm geübt habe, habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr gut auswendig lernen, es geht leider nicht mehr. Und dann habe ich einfach überlegt, was könnte ich machen. Und dann der Spick wäre gut. Haben wir einfach das iPad auf die Bühne geschrieben und mit dem geübt, einfach so ein Stichwort, das haben gelangt. Das haben wir auch immer gebraucht auf die Bühne. Und das haben die meisten Leute das gar nicht gesehen. Mein letztes Comedy-Programm ist, Premiere war extrem cool. Es war die Markthalle und die Bühne ist riesig. Man merkt es schon, wenn man dort steht. Und ich habe sogar eine Standing Ovation bekommen und es hat extrem Spass gemacht. So schön gewesen. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie viele Leute das Hirnschlag haben. Die meisten Leute, die betroffen sind, ziehen sich zurück. Und dann sind für die meisten Leute gar nicht sichtbar. Und Fragile hilft dem, die Leute ein bisschen sensibilisieren. Und dadurch wissen auch mehr Leute über Schlagfall und Hirnverletzungen allgemein Bescheid.